Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu What Remains of Edith Finch. Und ich bin ganz ehrlich, die letzte Folge, also die Aufnahme dazu, die ist bei mir schon ein paar Monate, wenn nicht sogar ein paar Monate her. Es ist einfach so viel dazwischen gekommen, aber jetzt habe ich wieder richtig, richtig Bock und will die Sache hier noch fertig spielen, denn ich habe mir mal kurz noch so einen kleinen Überblick verschafft. So viel wird uns jetzt auch gar nicht mehr fehlen. Wir haben zuletzt hier den Gregory in der Badewanne rumgeplanscht. Ja, und irgendwie ist die Familie doch mit einem Fluch übergeben. Denn wenn wir uns das so anschauen, ist doch der Großteil, ich sage jetzt einfach mal so 90%, doch schon in einem relativ jungen Alter, beziehungsweise auf auch, ich will nicht sagen Mystery, aber auf tragische Weise gestorben. Wir hätten hier noch das Bett von der Dorn, aber da ist, oder dem Dorn, Dorn, die, dem, das, Dorn. Aber, ach, hier sind auch so geile Militär-Motivationsposter, Strength, Respect, Teamwork. Cool. Ja, der hat irgendwas mit Militär zu tun. Oder irgendwas. Und um es mit einem Zitat aus einer alten Apfelschorlenwerbung, ja, zu krönen oder zu zieren. Da oben. Da oben ist man auf. Deswegen machen wir uns da mal auf den Weg. Ist das so eine lustige Rutsche? Hier ist die Tür wieder eingekleistert. Ich würde sagen, das ist der Weg. My mom moved up to the loft after her brothers died. Okay. At the time, it was as far away as she could get. Kann man verstehen. Ach, die Dumme. Moment, also Namen, das ist. Die Dorn ist quasi die Mutter, oder was? She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, okay, alles klar. Also ja. Sanjay. Haben wir da. 18.08.86. Dawn Finch. Fly to India. 13. 11.12. Aha, interessant. Okay, was haben wir denn hier noch? Die Heilige Bibel. Religion Gut. was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay, auch das kann man irgendwo nachvollziehen. Was haben wir denn hier? My mom moved to Alter. India a week after graduation and got a job teaching English. Okay. Ja, nice. Den Zimmer hätte ich auch gern. Louis was born a year later. Hier liegen auch wieder die Vermissten ans Vermilden. Oha, hier ist doch irgendwas. Hier ist doch irgendjemand abgegangen. Solarpanels auf dem Dach. Sehr vorbildlich. Und hier geht's noch weiter. Sagt sie mir da hier noch irgendwas dazu? Nee, das ist einfach so abgegangen. When my dad Okay. died, I don't think mom knew where else to go. I'm Dawn sure Edie Lewis. was happy to have her back. Also hätten wir jetzt nicht unten diesen Friedhof schon gefunden, würde ich das hier ein kleines bisschen mysteriös finden, dass dort And to see kids in the house again. die Namen stehen. Ich meine, gibt es bestimmt auch so Leute, die dann. Ah, wo war denn das? Hannibal.
Gab es diese eine Folge, wo es diesen Typen gab, der da so Pilze in Leichen gezüchtet hat? Sauekel, das war eine The ekelhafteste house had to Szene. get a little bigger, but Edie was used to that. Ja, ich finde, das Haus ist schon ganz schön groß. Es ist immer gut angeschustert. Der Ausblick ist natürlich schon geil. Und auch diese ganzen Balkone, das verschachtelt. Ich find's. Ich weiß nicht, ob ich da prinzipiell so wohnen würde, aber das mal so in live, das wäre schon echt geil. And for a while, things were good. Almost normal. Sind wir denn hier in so einer Art kleinen Klassenzimmer? Ah, okay. Ah, so, okay. Die hat quasi dann ihre Kinder zu Hause unterrichtet. Richtig? Krass. Ich hoffe nochmal, dass das ganze Gebilde irgendwie an der TÜV oder so abgenommen hat. But it didn't last. Oh. Beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Okay. Das ist also das Schloss vom Milden, was er bekommen hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier, ob wir erst dahin müssen, ob wir hier. Theoretisch die milden Sache, die können wir ja nicht überspringen, ne? Ich habe nur immer so ein ganz kleines bisschen Angst bei solchen Spielen, dass ich irgendwas verpasse, nicht alles entdecke. Da geht's ja schon wieder woanders. Ich würde sagen, wir gehen. Vielleicht nochmal zurück, wenn es geht. Hatte ich jetzt auch ein kleines bisschen Angst, aber es funktioniert. Dann schauen wir uns erstmal, gucken wir uns erstmal das Mildengebilde noch etwas genauer an. Vorsichtig, ist ja auch schwanger, die Lady. Geht nicht alles ganz so schnell. Dann können wir hier, denke ich, zumindest mal reinlunzen, oder? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ja, sieht auch online ein bisschen gruselig aus. 1992, genau. Das ist ja der Milden, wo wir überall die lustigen Zettel gefunden haben. Also, was heißt lustig? Eigentlich alles andere als lustig. Dass er verschwunden ist. Und, ja, man soll die Hoffnung nie aufgeben, aber dass der Milton noch irgendwie wiederkommt, ist, ja, dass wir den hier zumindest auch in dem Spiel nochmal sehen, halte ich jetzt für eher gering. Na komm. Hops, hops. Aber vielleicht erfahren wir ja jetzt, was mit dem Milton passiert ist. Was denn hier so eine Art Burganlage, oder? Mit Rutschen und allem. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Okay. Also der Milden war also auch ein Maler, ja. So, was haben wir denn da? Da werden wir gleich mal dran ziehen. Ich guck erstmal, da können wir wieder raus dann. Ansonsten haben wir hier halt wieder viel Bücher. Viele, viele Bücher. Und dann zerren wir mal hier an dem Seil, würde ich sagen. Aha. Aha. So. Das ist er also, der gute Milton. Er hat viele Farben. Einen roten Becher und noch ein Bild mit ja, einer Art Burg. Boah, krass, Alter, was die alles für Zimmer hatten. Wahnsinn. Der Wahnsinn.
Schauen wir mal hier rein. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Mhm. Der Zauberpinsel. Ah. Okay. Boah, was das für eine Arbeit ist. Okay. I was 4 when Milton disappeared. Ist es so eine Art, hat er da uns etwas auf sein Verschwinden hingedeutet? Ich meine, im Endeffekt werden es wie bei den anderen halt irgendwie so normale Sachen sein, aber die Geschichten dazu, wie die Verschwindungen und ja, Töde zustande kamen, das ist schon immer sehr, ich sag mal, bunt beschrieben. Müssen wir noch hier. Ein Bild, genau. So. Und dann. Ja, was machen wir jetzt also, dass sich der Milton mit seinem Magic Brush eine Tür gemalt hat und dann. Mom spent months searching for my brother. Auf Wiedersehen verschwunden. Then she sealed the doors. Okay, also sie haben oft so ein Zeichen für die Mutter, dass sie damit abgeschlossen hat, wenn sie diese Türen versiegelt. Deswegen. Ja, haben wir hier die Magic Tür. Ich meine, wenn ich das immer so sage, das ist mir schon klar. Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Dass das natürlich sich alles immer so ein bisschen nur Geschichten sind. Also, dass das so nett stimmen kann. Und ich gehe auch davon aus, dass die Edith sich dessen doch relativ bewusst ist. Ich bin auch schon sehr, sehr, sehr gespannt, auf was das dann letztendlich in dem Spiel hinausläuft. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Und ja, worauf das dann hinausläuft, ich meine, das sind jetzt alles recht lustige Geschichten, die halt irgendwo aber einen ernsten Background haben, weil nun mal die Hälfte ihrer Familie tragisch ums Leben gekommen ist oder verschwunden ist oder und das alles in komischen Unfällen. Aber ja, was die Edith eigentlich davon hat, dass sie sich das nochmal so antut. So, was haben wir denn jetzt hier? Guck mal. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Genau, der Lewis, das ist ja dann zumindest, sagen wir mal, von den jüngeren Leuten, die jung gestorben sind. Relativ. Was heißt relativ? Es ist dann eigentlich der Letzte. Ne? Jetzt so markiert sind. Exit. Das ist wieder ein sehr, sehr fantastisches Zimmer. Wonderland Turbo. Lewis and I spend a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Okay. Interessante Aussage.
So, quasi sein Zeug, was im Spind in der Schule war, richtig? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Okay. He kept working at the cannery. Okay. But he withdrew past himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Was ist das? Ja, was muss ich machen? Wander. Ach so. Ah, okay. Ich dachte, was soll das denn darstellen? I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Okay. Bats. And toads. Mhm. Also ich mache die beiden Sachen jetzt hier wirklich gleichzeitig. Ich bewege mich mit der Tastatur und mit der Maus hier die Köpfe abhacken. And things that have not names. Aha. He knew it was all in his head. Mm-hmm. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Oh. I worried about him then. Okay. Daydreaming at the cannery. Danke, Fisch. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Gut, ich meine, man kann sich ja halt theoretisch die Hand abhacken, aber ich glaube halt, unmöglich fokussiert. Ja, so richtig geil für den Kopf ist das nicht, die Arbeit hier. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Mhm. Ein Hund, kommst du mit? Geil. On the edge of a city he named Lewis Topia. Mhm. Oh Gott. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Okay. Hat zumindest gut Fantasie, der Junge. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever.
hackte zuverlässig weiter. Schöne Aussage. Then one day it struck him. Möchte ich auch, dass man das mal über mich sagt. Er hackte all zuverlässig the cheering weiter. Crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Da geht's hin. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Yes, boot farm. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Oh, nicht da dagegen fahren. St. Louis. St. Louis. Lustig. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Kann uns da jetzt entscheiden? Witzig. The queen was on her own quest for Schlangen, finstere Schlangen. Sinister serpents. Yeah. Yeah. He followed the sound of her Silberharfe, ganz klar. Silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Mm-hmm. Even then, his logic remained sound. Gott, jetzt sehen wir das Hackding schon gar nicht mehr. He knew the world was all in his imagination. Okay. Das wird jetzt ja ganz schön viel Fisch. Einen Moment. Ja, aber solange er noch weiß, das ist nur in seiner Fantasie. But he was so proud of having created it. Oh Gott, der ganze Fisch. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Da rein.
Okay, und da sind wir wieder zurück in der Realität. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Interessante He began Fabrik. To despise the man with a royal contempt. Sind wir das ja, ne? Guck an. Die macht wirklich schon gar nichts mehr. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Including the wise Calico, who'd insisted on advising him. Danke. Ich hätte auch gern so eine große Katze. Und so einen dicken Mann. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Bend down his head. Ich möchte es eigentlich nicht machen. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Mann. My brother was really cool. I wish you could have met him. Boah, das ist auch wieder eine super krasse Geschichte, ne? Ja, komm, mach das Buch zu. Oh, alter Schwede. Na gut, das soll's dann vielleicht erstmal gewesen sein für die Folge. Ging ja auch relativ lang. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, dass es sich jetzt so langsam dem Ende neigt. Und ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Habt vielen Dank. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.